Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Trading-Tipp heute am Donnerstag. Wir blicken nach China, wo die Investoren wieder beherzter zugreifen und speziell auf den Automobilsektor. NIO, die Aktie mit O, ist unser Basiswert für heute. Zuletzt sehr gute Auslieferungszahlen gemeldet. Und wie gesagt, das ganze Sentiment, was chinesische Aktien betrifft, hat sich verbessert. Die Aktie hat vermieden, dieses alte Tief hier bei knapp oberhalb von $30 erneut zu testen, sondern hat hier im Bereich $33 nach oben gedreht. Ist jetzt drauf und dran, hier diesen doch recht massiven Widerstand bei $36,50 etwa zu überwinden. Und Sie sehen, das ist nur noch ein Katzensprung. Und dann wäre Luft hier in dem Bereich $40. Das sind über 10% plus. Ja, im Best Case vielleicht wird dieses Hoch hier noch angelaufen im Bereich $41,50, $42. Also eher dann schon 15-17% Chance, was wir natürlich mit einem Faktorzertifikat spielen wollen. Unseres Partners Morgan Stanley, die MA2 R3Z kostet 8,30 etwa, hat einen Faktor von 3. Den Stopp, den würden wir etwas weiter setzen aufgrund der höheren Volatilität bei 7,20. Die Aktie ist auf jeden Fall volatiler als zum Beispiel eine Salesforce, die wir gestern dabei hatten. Hier der Chart, der 6-Monats-Chart, und Sie sehen gestern plus 2% auf $284. Wir sind dran am Allzeithoch bei $285 etwa nach den starken Zahlen oder besser gesagt nach der Prognoseanhebung von Konkurrent SAP rechnen wir auch bei Salesforce mit guten Quartalszahlen. Ja, das scheinen die Anleger genauso zu sehen. Und entsprechend gut hat sich unser Schein schon entwickelt. 17,28 war der Empfehlungskurs, aktuell 18,63. Da könnte man den Stopp fast schon auf Einstand nachziehen und die Gewinne laufen lassen. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen gute Kurse. Bis morgen. Machen Sie es gut. We'll be right back.